Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, was Kovarianz und Kontravarianz in der objektorientierten Programmierung bedeutet und was der Inhalt von den Unibüchern für unser Programmieren für eine Bedeutung hat. Dann erstmal ganz einfach, was bedeutet das eine, was bedeutet das andere? Nehmen wir an, wir haben hier eine Klassenhierarchie mit einer Oberklasse und ein paar Unterklassen. Dann heißt Kovarianz übersetzt in Vererbungsrichtung irgendwas, was in die Richtung geht. Und Kontravarianz ist gegen die Vererbungsrichtung, das ist irgendwas, was in diese Richtung geht. Kann man sich ganz leicht merken, weil ja hier in beiden Fällen das Wort Varianz ist. Varianz ist hier unten gegeben. Das hier ist Kontra, also gegen die Varianz. Deswegen geht es nach oben, weil immer weniger Varianz da ist. Und das ist Kovariant, geht also nach unten, ist es immer mehr Varianz da. So, was für eine Bedeutung hat das für uns fürs Programmieren? Erstmal in Verbindung mit der Kovarianz. Wir haben hier, ich habe hier rechts zwei Klassen hingemacht. Und hier haben wir eine Klasse X. Die habe ich einfach mal so genannt, weil der Name nicht so wichtig ist. Und die Klasse hat eine Funktion, die eine Oberklasse zurückgibt. Also ich kann mal hier so einen Pfeil drauf machen. Und jetzt haben wir hier unten so ein ganz bisschen Quellcode. Es gibt also eine Oberklasse, das heißt eine Oberklasse, ein Objekt. Und von der Oberklasse, die hier deklariert ist, rufen wir die Funktion auf. Also im Grunde das hier. Man könnte den Pfeil jetzt in beide Richtungen malen. Und jetzt haben wir noch eine zweite Klasse. Die Klasse Y, die ist von x abgeleitet. Die hat auch eine Funktion, die überschreibt die Funktion, die hier im x definiert ist. Und zwar gibt sie eine Unterklasse dabei zurück. Ich sage schon mal vorweg, das Überschreiben in der Form funktioniert zum Beispiel in C++ oder Java nicht, weil der Rückgabewert nicht Teil der Funktionssignatur ist. Na gut, dann haben wir also jetzt unsere Unterklasse Y und wir stellen irgendwann in so einem Programmcode fest, wir sollten dieses Objekt X nicht vom Typ X machen, sondern vom Typ Y. Wir können ja mal... Ja, ich hoffe, das geht so. Also wir haben jetzt einen Typ vom... Wir haben jetzt ein Objekt vom Typ Y. Das heißt, dass dieser Pfeil hier eigentlich falsch ist. Der neue Pfeil, der geht nämlich hier hin. Und das bedeutet für uns, dass die Funktion jetzt gar keine Oberklasse mehr zurückgibt. Die Funktion hier hat ja eine Oberklasse zurückgegeben. Sondern diese Funktion hier gibt ja eine Unterklasse zurück. Das heißt, in diesem Objekt, was hier steht, OK, ist plötzlich eine Unterklasse zugewiesen. Und wie wir aus unseren Lehrbüchern kennen, funktioniert das tatsächlich. Und genau das ist das, was diese Kovarianz für uns für eine Bedeutung hat bei der Programmierung. Wenn wir über Rückgabetypen sprechen und die sich kovariant überschreiben, dann stellt das in unserem Programmfluss keine Probleme dar. Also nochmal, wie von eben, das hier ist kovariant, weil ja y von x abgeleitet ist. Und wir haben ja gesehen, in unserem Fall hier macht es keine Probleme, wenn eine Unterklasse hier an das OK weitergeleitet wird, also zugewiesen wird. Andersrum würde es nämlich nicht funktionieren. Ich kann keine Oberklasse an eine Unterklasse zuweisen. Und deswegen würde es in dem Fall hier, wie bei den Rückgabeparametern, Rückgabewerten, nicht funktionieren, wenn es hier kontravariant wäre. Oh, und ich habe übrigens diesen Pfeil hier falsch gemacht. Der gehört nämlich eigentlich hierhin. Uah, das war nur, weil hier Oberklasse und hier Unterklasse steht. Also es geht um die Kovarianz hier bei der Oberklasse und bei der Unterklasse, die aber hier fortgesetzt ist. Das heißt, dass ich ein generelles Objekt mit einem weniger generellen, also mit einem speziellen Objekt überschreibe sozusagen. Dann funktioniert das. Dann gehen wir direkt zur Kontravarianz. Im Grunde haben wir genau wieder dieselbe Situation. Der Unterschied ist hier, unsere Funktion gibt nichts zurück, erhält aber einen Parameter vom Typ Unterklasse. Also hier weg. So, das heißt, die Unterklasse kommt da rein. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Quellcode. Wir haben hier ein Objekt vom Typ Unterklasse. Ich mache hier mal so einen Pfeil dahin. Und wieder ein Objekt vom Typ X. Ich mache mal einen Pfeil dahin. Und hier rufen wir die Funktion 2 auf, also diese hier. Und übergeben eine Unterklasse. Genauso, genau das, was diese Funktion erwartet. Eine Unterklasse. Und jetzt passiert genau das gleiche wie eben. Wir haben noch eine zweite Klasse, die heißt Y. Implementiert wieder dieselbe Funktion. Und hier haben wir als Parameter aber die Oberklasse. Bisher alles noch kein Problem. Und was machen wir jetzt? Wir ändern wieder das Objekt vom Typ X in Typ Y. Deswegen müssen wir unsere Pfeile ein bisschen anders malen. Der Pfeil zeigt jetzt auf Y. Das können wir wegmachen. Und der Pfeil hier, der muss jetzt auf diese Funktion hier zeigen. Oh, das war ganz schön flach. Können wir den auch wegmachen. Den machen wir nochmal neu hier. So. Okay, was hat das jetzt zur Folge? Dass wir die Unterklasse, so die Farbe sieht man besser, dass die Unterklasse, die hier definiert ist, die wird ja in die Funktion reingegeben. Das heißt, diese Unterklasse wird an den Parameter, der eigentlich eine Oberklasse erwartet, übergeben. Und wir stellen fest, es ist wieder überhaupt kein Problem. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Sachen, die ich gerade erklärt habe? Ich gehe nochmal zurück. Boah, so, das ist eine Folie zurück. Wir sehen hier, in X ist Oberklasse, in Y ist Unterklasse. Und wieder hier sehen wir, in X ist Unterklasse und in Y Oberklasse. Also genau umgedreht. Also Kontravariant. Wo ist die Kontravarianz? In dieser Richtung hier.
Weil ich überschreibe einen spezialisierten Parameter, also eine Unterklasse, mit einer Oberklasse. Das bedeutet für uns, um jetzt mal wieder zu den Uni-Zeug zurückzukommen, wenn wir Parameter haben, dann können wir die Kontravariant überschreiben. Das heißt, wenn ich in der oberen Klasse, also hier in x, ein spezialisiertes Objekt erwarte, dann kann ich in der Unterklasse das Ganze mit einem normalen Objekt ersetzen. Also normal heißt mit einem generelleren, mit einem Parent sozusagen. Ohne, und das ist der große Punkt, es ist eigentlich völlig unwichtig, wenn ich noch keinen Code geschrieben habe. Dann ist es eigentlich nicht so das Drama, weil man dann noch drauf eingehen kann. Aber dadurch, und das ist das Wichtige, wenn ich jetzt so eine Art Quellcode habe, dann verändert sich dadurch nichts. Dann funktioniert der nach wie vor gut. Vorausgesetzt, ich habe keinen Mist irgendwie in der Ableitung hier gemacht. Gut, was hat das jetzt für die tatsächliche Praxis zu bedeuten? In der Praxis lernt man einfach eine Programmiersprache und da wird man dann feststellen, entweder geht es oder es geht es nicht. In den meisten Fällen ist es so, dass diese Sache mit der Kovarianz, wenn man den Rückgabewert überschreibt, nicht funktioniert. Also den meisten, ich sag mal, sowas wie Java, C++, okay, mehr kenne ich eigentlich nicht. Jedenfalls, es ist völlig unwichtig, ob das hier, wie das hier im Programmcode wäre, wenn das die Sprache, die man benutzt, nicht unterstützt. Und genauso sieht es hier aus, wenn wir uns zum Beispiel mal C als Beispiel nehmen, da geht das überhaupt nicht mit einer Funktion überladen. Gut, die haben auch keine Klassen, okay, das war ein schlechtes Beispiel. Aber gut, jetzt wisst ihr, was es ist und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.